Tommy Gruppe, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich glaube, es war deine linke Fußspitze, die uns in die Meisterrunde gebracht hat. Erzähl mal das Tor. Ja, wir haben Eckball. Cemal bringt den rein auf den ersten Pfosten. Gregory gewinnt da das Kopfballduell am ersten Pfosten und der Ball geht weiter Richtung Tor und ja, ich bin einfach wieder durchgelaufen und kriege den Ball an meine linke Fußspitze und drücke ihn so über die Linie und ja, danach natürlich dann Emotionen pur, direkt vor der Pappelkurve ein Tor zu schießen, denn so ein wichtiges Tor, ich glaube, da ist auch ein nicht ganz so emotionaler Tommy Gruber auch mal emotional. Ja, das dann auch völlig zu Recht. Vor allen Dingen in der Situation, zweimal Rückstand heute, Unterzahl. So liefen relativ viele Sachen nicht so, wie ihr euch es vorher vorgestellt habt. Und trotzdem habt ihr es am Ende geschafft. Auch deswegen fühlt es sich besonders gut an, oder? Ja, ich glaube, wir sind heute zweimal nach dem Rückstand zurückgekommen. Und das auch noch in Unterzahl, das zweite Tor. Ich glaube, wir haben die ganze Zeit dran geglaubt, dass wir noch ein Tor schießen können. Und ja, das war sehr wichtig, dass wir dran geglaubt haben, dass wir unsere Chancen noch kriegen. Wir haben die Chance noch gekriegt, wir haben das 2-2 gemacht und sind darüber natürlich sehr glücklich, dass wir jetzt mit in der Meisterrunde vertreten sind. Die letzten Wochen habt ihr euch das ja nun auch in jedem Fall absolut verdient. Eine deutliche Steigerung der Mannschaft insgesamt gewesen in den letzten Wochen. Insofern ist so ein Spiel wie heute dann auch am Ende egal, es nicht besonders gut war. Aber da kann man problemlos drüber hinwegsehen bei so einer Serie, oder? Ja, absolut. Ich glaube, das war heute, wie du schon angesprochen hast, nicht unser bestes Spiel. Es ging, glaube ich, auch um viel. Kriegen, ja, wie nach dem Standard so ein bisschen, das war, glaube ich, die einzige Torschance von Drochter. In der ersten Halbzeit kriegen wir das 1-0. Danach waren wir, glaube ich, gut drin im Spiel, haben uns auch selber unsere Chancen erarbeitet oder auch erspielt. Ja, können dann vielleicht mit ein bisschen Glück sogar in Führung gehen, wenn wir das 2-1 sogar machen. Dann läuft das Spiel, glaube ich, auch ein bisschen anders. So kommst du aus der Pause raus, kriegst direkt das 2-1 und weißt, du musst unbedingt noch ein Tor schießen. Wollten wir, glaube ich, alles reinwerfen, kriegen dann noch eine rote Karte. Und ja, ich ziehe da Riesenhut vor, dass wir da als Mannschaft so nochmal zurückgekommen sind. Und wie du schon gesagt hast, das haben wir uns, glaube ich, ein Stück weit erarbeitet durch die letzten 5 Spiele davor, dass wir heute in diesem Spiel vielleicht auch mal das Glück auf unserer Seite haben und dass wir das Tor so vielleicht auch erzwungen haben. Wobei unverdient war es, glaube ich, wenn man das gesamte Spiel zusammennimmt, auch nicht, oder? Ja, ganz unverdient nicht. Ich glaube, ein Unentschieden ist, glaube ich, das gerechte Ergebnis. Ging für beide Mannschaften um sehr viel. Erik hat uns aber auch nach dem 2-2 auch nochmal gerettet, muss man auch nochmal sagen. Wurde es auch nochmal gefährlich. Ja, wir sind einfach glücklich, dass wir heute mit dem 2-2 in der Meisterrunde vertreten sind. Und ja, wollen uns jetzt weiterhin noch als Mannschaft weiterentwickeln, sag ich mal. Ich glaube, wir haben uns jetzt in den letzten Spielen oder im Vergleich zur Hinrunde schon verbessert und entwickelt. Aber die Entwicklung ist noch nicht zu Ende und da wollen wir weiter ansetzen. Und ja, so wie wir jetzt auch die letzten Spiele angegangen sind, so wollen wir auch die Spiele in der Meisterrunde angehen, dass wir da von Spiel zu Spiel gucken und die Spiele halt auch gewinnen wollen. Wie geht es als Tabellenachter mit 7 Punkten in die Runde? Das Feld ist aber schon, bis auf die ersten beiden, die man ja noch gar nicht kennt, die gehen ja auch noch zweimal spielt, relativ eng zusammen. Kannst du das schon einordnen, was uns jetzt in der Runde bevorsteht? Ja, ist jetzt schwierig, glaube ich, richtig einzuordnen. Gegen die anderen Mannschaften haben wir die Saison noch nicht gespielt, noch nicht viel gesehen von denen. Da wird man von Spiel zu Spiel gucken müssen. Wie gesagt, wir wollen die Spiele gewinnen, wollen uns als Mannschaft weiterfinden oder weiterentwickeln und ja, da wollen wir ansetzen. Wunderbar, dann genieß erstmal das freie Wochenende, Tommy, und dann sehen wir uns in 2 Wochen dann zum Start der Meisterrunde dann hier auf dem Platz wieder. Danke. Alles Gute. Dankeschön. Calvin Brackelmann, herzlichen Glückwunsch. Meisterrunde erreicht. Wie erleichternd ist das nach diesem Spielverlauf? Ich glaube, uns allen ist ein Stein vom Herzen gefallen, als wir dann nach dem Standard noch das 2-2 gemacht haben. Ich glaube, das haben wir uns jetzt über die letzten Wochen verdient. Und ja, ich bin absolut happy, dass wir uns jetzt da belohnt haben. Und einfach, ja, ich freue mich. Das Spiel war ja nichts für schwache Nerven sozusagen. Zweimal Rückstand, rote Karte. Hast du zwischendurch irgendwann mal Zweifel gehabt? Zweifel nicht. Ich glaube, vor 5 Wochen hätte das anders ausgesehen, dass wir da, ich glaube, mal den Kopf in den Sand gesteckt hätten und einfach, ja, das Spiel hätten laufen lassen. Ich bin echt stolz auf die Mannschaft, dass wir da zurückgekommen sind und das gleich 2-mal in so einem Spiel, in so einem wichtigen Spiel. Ja, und ich freue mich.
Und jetzt kann auch mal gefeiert werden, oder? Definitiv. Jetzt haben wir auch 2 Tage frei bekommen. Da kann man noch mal ein bisschen Spaß haben und feiern. Dann genießt das und dann auf ein neues und viel Erfolg in der Meisterrunde. Danke. Erik Gründemann, herzlichen Glückwunsch. Das war ein richtig hartes Stück Arbeit, fühlt sich jetzt aber wahrscheinlich trotzdem richtig gut an, oder? Ja, definitiv. Also das, was wir uns vorgenommen haben vor der Saison, haben wir jetzt endlich erreicht. Durch Höhen und Tiefen. Ich denke, gerade der erste Teil der Hinrunde war eher von Tiefen dann geprägt, wo wir dann auch kurz ein paar Streitgespräche mit den Fans hatten. Aber ja, wir haben eine Reaktion gezeigt. Wir sind eine junge Truppe und haben auch eine Entwicklung genommen. Sind jetzt in 6 Spiele umgeschlagen und sind wir auch nicht ungerecht in der Meisterrunde, denke ich. Heute war es ein richtig hartes Stück Arbeit. Der Gegner war unangenehm, wie Drochtersen meistens unangenehm ist. Und du warst im Tor auch relativ wichtig für das Spiel, oder? Wie hast du es aus deiner Sicht erlebt? Ja, ich freue mich wie nur, wenn ich der Mannschaft helfen kann. Ich denke, wenn wir das 3-1 kriegen, dann wird es noch schwieriger, als es jetzt schon war, gerade mit der roten Karte. Bin froh, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte und ja, einfach Meisterrunde. Ja. Hinter uns wird ein bisschen Jubeltanz veranstaltet, gerade vom Trainerteam, sehr gut. Hast du in jedem Moment heute dran geglaubt oder hast du nach der roten Karte irgendwann mal Zweifel, dass das noch klappen könnte? Natürlich ist die rote Karte erstmal ein Schockmoment, gerade wenn du 2-1 hinten liegst und nur noch 20 Minuten auf der Uhr sind. Und ja, aber ich denke trotzdem, wir haben alles dran gedacht. Alle dran geglaubt. Das musst du sie auch nehmen. Gerade mit den Fans auch. Gerade mit den Fans im Rücken, die dann sich nochmal aufgebauscht haben. Das hat nochmal einen Ruck durch die Mannschaft gegeben. Ja, und dann auch mit Wille und Überzeugung das 2-2 nach einer Ecke gemacht. Das, was wir immer üben, jede Woche trainieren, ist einfach ein tolles Gefühl dann am Ende. Und jetzt darf dann heute auch gefeiert werden. Es geht erst in 2 Wochen weiter. Ich denke, dass heute gefeiert werden darf, auch vom Trainerteam aus. Ich denke ich mal. Du hast eben dein Bier schon überreicht bekommen, dann würde ich jetzt mal sagen, gesehen. Prost. Ne, dann nimm, ne?